Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar von Group S Challenge für die Xbox. Und das ist das erste Xbox-Spiel, welches ich überhaupt Let's Playe. Ja, jetzt habe ich endlich eine funktionierende Xbox. Ich bin auch erstaunt. Musste eine zweite kaufen, aber sie funktioniert momentan. Gut, jetzt können wir noch ein paar Einstellungen treffen. Das ist jetzt zum Beispiel. Ah, da müsste ich meinen Fernseher einstellen. Okay, ist schon gut. Lautstärke, ich denke, ist eigentlich noch ganz gut. Das Spiel ist nicht allzu laut im Moment. Ja, wird schon passen, ne? Und sonst kann ich ja immer noch was einstellen. So, Kontrollkonfiguration. Jo, passt schon. Gut, es gibt mehrere Optionen. Und es werden offenbar gerade mal sechs Tasten benutzt. Und das Problem ist halt, ich habe übrigens genau diesen abgebildeten Controller. Ich habe sonst noch einen ganz alten, der riesig groß ist. Und mir überhaupt nicht. Also mir eigentlich recht gut in der Hand liegt. Der ist ein bisschen kleiner. Passt aber auch. Der Vorteil daran ist auf jeden Fall, dass die beiden Tasten hier, die rechts unten, der weiße und der schwarze, die sind recht weit unten. Daher fühlt es sich mehr an wie ein normaler PlayStation Controller und ich kann damit besser umgehen. Schade ist, dass nur jeweils eine Schultertaste hat. Vor allem, weil ich eigentlich zwei immer brauche, eine zum Beschleunigen. Der Xbox-Controller hat ja schon diese empfindlichen Schultertasten, aber leider nur ein paar davon. Gut, diese Steuerung ist so, dass ich mit den Schultertasten schalten kann, mit A beschleunigen, mit B bremsen, nein, Handbremse, mit der X-Bremse und mit der Y-Taste rückwärts. Ihr werdet wahrscheinlich öfter X und alles mögliche durcheinander hören. Und naja, diese Schaltung ist nicht bloß anders, nur Y und der B-Button sind offenbar ausgetauscht worden. Jetzt haben wir das noch. Schultertasten sind Beschleunigung und Bremsen. Mit der Y-Taste rückwärts. X kann ich hochschalten und mit A kann ich runterschalten. Und hier ist mit Y und mit X. Ich denke, ich werde das so benutzen. Kalibration, das ist nur, wenn man ein Lenkrad hat. Das habe ich nicht. Ja. Jetzt kann ich hier offenbar zwischen mehreren Auswahlmodi wählen. Schauen wir mal bei Circuit Mode, was ist das denn? Moment, zurück. Arcade. Ach so, das ist Arcade. Single is where you challenge a racer in the selected group. Mal schauen, was das genau ist. Ach, da kann ich Strecken wählen. Shibuya, Shibuya, Shibuya. Nochmal Shibuya. Shibuya. Shibuya, 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 Surface Paradise, Surface Paradise, nochmal Surface Paradise, nochmal, 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 Monaco, 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 Monaco. Okay, es sind wohl gerade mal drei Orte, wo man fahren kann, das weiß ich jetzt nicht. Das hier ist ein Einmarkenrennen, wenn ich es richtig sehe. One makes their cars of the same type compete against each other. Ja, das ist genau das. Gut, dann gehe ich mal zum Circuit Mode. Und dann starten wir mal das Spiel. New Game. Welcome to Circuit Mode. Circuit Mode is the mode where you'd compete in championship races by foot. Bleh, es geht viel zu schnell. Top Points in the course of Duel and Challenge Races.
Aim for a perfect record in Group S races or reach the top of championship races by using other cars effectively. Select the manufacturer of the car you want to purchase. Or the purchase, okay. Das heißt, so viel wie ich kann jetzt wählen, welche Marke ich, mit welcher Marke ich anfangen möchte. Wie man sieht, habe ich da einige zur Verfügung. Gehen wir mal zu Toyota. Wähle den Wagen aus, den du kaufen möchtest. Ich habe 50.000 DP, also das ist jetzt nur die Marke sein. DP, was auch immer das ist. Und ich kann mir damit gerade mal einen Toyota Emeress Edition S Edition kaufen. Ja, okay. Ansonsten gibt es noch ein Celica SS2, ein Altesa RS200, ein Celica GT4, den Aristo und den Supra Aircat, und die sind dann schon ziemlich teuer. Nissan. Da gibt es auch 5 Wagen. Ein Nissan Primera, den kann ich mir nicht leisten. Ein Nissan 180 SX Type X kann ich mir auch nicht leisten. Ein Silvia, Skyline GTR V-Spec und ein Fairlady Z. Oder auch 300 ZX genannt. Honda. Da kann ich mir auch keinen Wagen kaufen. Es hat auf jeden Fall einen Civic, einen Integra, noch einen Integra, ein S2000 und ein NS6. Der kostet mal schlappe 10 Millionen DP. Ist ein bisschen teuer, wenn ihr mich fragt. Bei Subaru habt ihr sein Legacy B4 und 2 Imprezas. Hier will sein BRX und ein 22B. Und davon kann ich natürlich auch keinen leisten. Viel zu teuer, diese Wagen. Mazda, da kann ich mir einen Einos Roadster. Kann nicht reden heute. Einen Einos Roadster kaufen. Wenn ich den möchte. Oder einen Savannah RX7 oder einen neueren RX7. So, was haben wir bei Mitsubishi? Da kann ich auch nichts leisten. Ein FTO, ein Land Revo 7 oder ein GTO. Ne. Jetzt sind wir in den USA, Dodge. Gibt eine Viper GTS für 68 Millionen DP. Spinnen die? Wir haben hier noch ein Camaro SS und eine Corvette Z51. 20 Millionen. Schon nicht ganz fair, was die für Preise verlangen. Den Focus kann ich mir auf jeden Fall leisten, aber den Mustang kostet 15 Millionen DP, kann ich mir nicht leisten. Vaseline, ja, das ist klar. 200 Millionen DP. Wer kauft sich sowas für so viel Geld? Das ist schon wirklich mega dreist, wie teuer. So, Audi TT hat es noch. VW. Gibt es auch 2 Wagen, kann ich mir keinen davon leisten. Golf GT. 4 und New Beetle RSI. Opel. Da gibt es ein Astra für 60.000. Kann ich mir ganz knapp nicht leisten. Ich bin doch ein bisschen zu arm dafür. Ruf. Gibt es 2 Wagen, ein RGT und ein CTR2 für 100 Millionen DP. Nicht schlecht. Alfa Romeo. Ein 156 für 200.000 DP. Das wird exponentiell teurer. Hier gibt es 2 Wagen. Einerseits ein Fiat Punto HGT Abarth oder ein Fiat Coupe Turbo Plus. Lancia. Ein Delta HF Integral für 190.000. Nein, danke, zu teuer. Peugeot. Ein 206 S16 kann ich mir ebenfalls nicht leisten. Renault.
Clio Sport V6 kann ich mir auch nicht leisten. TVR, du kannst mir sowieso keinen leisten. Griffith mit 40 Millionen, Tusken mit 42 Millionen, ne. Oder Lotus. Den XC für 85.000 oder einen Lotus SP für 50 Millionen. Gut, wenn ich das richtig gesehen habe, bleiben nicht viele Autos übrig. Ich könnte den Fiat Punto kaufen. Ein Ford Focus. Ich denke, den Toyota kann ich mir noch leisten. Ansonsten was noch? Ach ja, ein Mazda Enos Roadster, genau. Ich denke, ich fange mal europäisch an. Daher fehlt die Wahl auf dem Punto. Kann ich noch die Farbe wählen? Gelb gefällt mir. Ja, ich nehme den. Und Pleite, yay! The car is delivered to the main garage. Okay, select an item from the main menu. If you select challenge, you can take part in the respective races. Das ist eigentlich so viel, wenn ich Challenge auswähle, dann kann ich bei den Rennen teilnehmen, bei denen ich erlaubt bin. Dann kann ich noch zu den Settings gehen, also die Option. Ich kann... It is already installed, okay. Supported. Suspension. Ah, interessant, ich kann die Fahrzeughöhe einstellen. Nicht, dass es was bringen würde. Adjust front and rear brake imbalance by using the brake balance controller included in the ABS anti-lock braking system. Ja gut, also ich kann hier noch die Bremsen einstellen. Lasse ich jetzt so. Da gehen nur die normalen Reifen, nur das normale Gewicht. Muss ich wohl alles noch irgendwie freischalten. Oder... Ah, okay. Ich kann die Besetzung einstellen. Ich lasse mal in der Mitte. Car Shop, Part Shop, Safe. Okay, beim Part Shop dürfte ich wahrscheinlich also diese... genau. Kann ich Tuning kaufen. Nicht, dass er das bringen würde. Bremsen, Federung, Turbo geht nicht. Aber Saugmotor-Tuning geht. 140 PS, 160 PS, 150 PS. Ja gut, lassen wir mal so, das wird schon gehen. Also viel bleibt uns nicht übrig, ich werde mal den Spielstand anlegen. Wie man sieht, ich habe über 50.000 Blöcke zur Verfügung. Ich werde jetzt einfach mal auf der Harddisk speichern. Es gibt kein Game, glaube ich. Ich habe alles gelöscht. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen gespielt, angefangen zum Testen. War eigentlich ganz lustig. Gut, also es gibt mehrere Sachen, wo ich auswählen kann. Entweder Championship, Line oder Duel. Gehen wir mal zum Duell. Willkommen zum Duell. Duell ist, wo du bei Herausforderungsrennen... Ah, Duel is where you compete in a challenge race to win a car customized with aero parts. Take part in duel, you must obtain the type of card designated on the screen. You win an aero card by winning the respective races with designated 3 car types. With duel, you can increase the cars in your garage. Gut, also was das eigentlich heißt, ist bei Duel kannst du bei Herausforderungsrennen
Autos mit Aeroparts gewinnen, also mit Frontspoilern, Heckspoilern, bisschen Tuning, was auch immer. Jedoch gibt es einen Haken, für die Duelle muss man ein bestimmtes Teil von Auto haben, also einen bestimmten Wagen, zum Beispiel eben den Punto vielleicht. Einen solchen speziellen Wagen gewinnt man, wenn man die Rennen mit den drei Karten, also mit den drei Autotypen gewinnt. Das werdet ihr dann gleich sehen. Mit Duell kann man die Autozahlen der Garage erhöhen. So, es gibt hier mehrere Dinge, die man wählen kann. TRD. Was ist denn hier los? Ich hatte gerade Bildprobleme. Komisch. Gut, ich werde keinen Abbruch gemacht haben. Ja, es funktioniert immer noch. Okay, ich habe gewaltig Bildprobleme. Das regt mich auf. Das hatte ich letztes Mal nicht. Stimmt immer noch. Okay. TRD, Nismo, Abflug, Apexi, Blitz, D-Speed, Impul, Rotary Run Racing und Varis Racing Concept. Das können wir gleich mal anwählen. Und hier sehen wir, was wir alles gewinnen können. Also wir können zum Beispiel diesen diesen MRS S Edition gewinnen mit Aeroparts, Angelica, Altesa, Angelica GT4, ein Supra, ein Nissan Primera, ein 300 ZX oder ein Civic. Und dazu bräuchte ich drei Autos, aber ich habe nur eines davon. Den Punto. Ich werde es mal mit dem Punto versuchen. Ah, praktisch. Ich kann die Farben immer noch auswählen, so wie ich möchte. Wenigstens das. Okay, dann nach 20 Minuten gibt es endlich noch das erste Rennen. Hoffentlich habe ich nicht mehr so viele Bildprobleme. Das erinnert mega stark an Gran Turismo. Aber sowas von. Ich sehe, wir sind in Surfers Paradise. Mit der Starttaste kann ich offenbar Start. Jetzt habe ich die Gleichtaste gedrückt. Ja, es hat ja ganz gut geklappt. Ich muss ein bisschen die Tasten ausprobieren. Also die Kamera. Das hier ist nichts. Also mit der schwarzen Taste kann ich die Kamera verändern. Das ist insofern wichtig, wenn man nicht so wie hier fahren möchte. Das möchte ich jetzt wirklich nicht. Wirklich nicht, das stört mich. Ich habe ganz vergessen, ich kann nicht. Ich muss mich erst noch gewöhnen an das Schalten. Und an die Lenkung, die ist extrem direkt und ziemlich arcade. Das erste Rennen werde ich wohl nicht gewinnen, aber ich werde dann einfach neu starten. Die Strecke sollte ich ja einigermaßen kennen, immerhin ist die ja von Tokka ziemlich bekannt, das ist Surfers Paradise. Aber ich fahre hier einen gewaltigen Mist zusammen. Echt ekelhaft. Es gibt hier nur eine Runde übrigens, nicht zwei. Na, da muss ich mich noch stark dran gewöhnen. Und jetzt ist wieder das Bild ausgefallen.
Ausfalten übrigens für mehrere Sekunden aus jeweils. Und schon wieder ausgefallen. Ah, meine Güte. Das ist eine Fahrt richtig zum Vergessen. Also nochmal. Also das ist definitiv Gran Turismo. Wer da etwas anderes sagt, hat keine Ahnung. Ich werde danach wohl wirklich auf den AV-Kanal umschalten, weil das ist wirklich nicht schön so zu fahren. Vor allem wenn es da noch vor einer Kurve ist, dann ist es richtig dämlich. Meine Güte, braucht das Gewöhnungszeit, das ist extrem arcade. Wow, die S-Kurve ist einigermaßen ansehnlich, wenn überhaupt. Die Steuerung ist so grausig. Letztes Mal habe ich es viel besser beherrscht. Wow, endlich mal eine Kurve nach Maß. Schon ein bisschen aufgeholt. Wenn ich jetzt nochmal gut hinkomme, dann könnte es vielleicht sogar für mehr reichen. Aber mal schauen. Aber es ist echt kein anderes Rennspiel. Das ist von der Lenkung her wirklich etwas ganz, sagen wir mal, Besonderes. Sehr speziell. Im letzten Jahr hat das Fahrzeug nicht, hätte mich auch verwundert. Hat eben noch nicht so richtig geklappt. Wenigstens näher dran. Ah. Es fährt sich wie auf Eis. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck dafür, wie auf Eis. Sekunden hinten, wow.
den Abschnitt habe ich aber brutal aufgeholt. Mehrere Sekunden. Reicht aber noch nicht. Dazu muss jetzt noch der erste Teil der Strecke gut funktionieren. Dann können wir mal weiterreden. Echt gewöhnungsbedürftig. Die erste Gerade ist richtig lang. Genau, das ewig, bis die erste Kurve kommt. Da hat der Weg jetzt schon totalen Kurven. Es hat wieder ein Feldaussetzer. Glücklicherweise nicht allzu lang und nicht nur eine scharfe Kurve. Also diese Kurve habe ich einfach wirklich nie. Egal wie sehr ich es versuche. Hoffentlich funktioniert es diesmal besser. Ja, deutlich besser. Erst bin ich in Schlagstand. Es dauert eine Weile, bis der Sirik dann wieder Geschwindigkeit aufgebaut hat und da bin ich ihm dann schon ein Stückchen näher. 1,6 Sekunden, absolut machbar. Wenn ich vorbeikäme. Das bin ich nicht. Ich bin nicht vorbeigekommen. Schade. Nochmal. Ich muss das schon gewinnen, ne? Nein, das werden ja nur einmal fahren. Da bin ich auch ein bisschen Kohle dafür. Aber dann muss verdammt nochmal die erste Kurve funktionieren. Und da muss ich auch noch vorbei. Auch wichtig. Viel besser. Geht doch. Das ist das Problem auf der Geraden. Naja, bei weitem nicht so viel Power wie der Civic. Ich weiß übrigens nicht, wie ich nach hinten schauen kann. Oder was es überhaupt geht. Da! Noch nicht vorbei. Lass mich vorbei! Ich will durch! Nein, das Bremsen könnte mir noch teuer zu stehen kommen. Aber ich glaube, der Vorsprung reicht. Jetzt habe ich es geschafft. Endlich! Sehr lange genug gedauert für den ersten Sieg.
aus. Einmal zeige ich euch mal die Wiederholung. Kann übrigens. Ah. Man kann die Fahrzeuge wechseln. Und das war's dann auch schon. Mehr kann man nicht. Mal schauen, wie der so etwa fährt. Und wie es bei ihm aussieht. Er bremst stark, geht schnell in die Kurve hinein. Auch mit sehr viel Schwung eigentlich. Vor allem am Anfang der Kurve, gegen Ende verliert er ein bisschen die Geschwindigkeit. Aber jetzt habt ihr jetzt schon mal so einen Einblick bekommen, wie man fährt. Und wie man fahren muss. Total unlogisch. Capcom hat schon andere Spiele abgeliefert, die, naja, auch rennspielmäßig besser sind, meiner Meinung nach. Aber egal. Ich gehe extrem spät auf die Bremsen. Sieht ja auch aus bei mir. Außen herum. Und extrem viel Geschwindigkeit aus der Kurve heraus gezogen, wenn der da viel mehr verloren hat. Na gut. Mit der Pausentaste kann ich die Wiederholung beenden. Oder ich kann die Wiederholung auch speichern. Mach jetzt nicht.